Der Fritz Mattis hat nach einer Operation immer noch starke Schmerzen und nichts hat ihm bis jetzt geholfen. Darum hat er uns angerufen, weil er wissen will, ob ihm der Dr. Albert Wettstein helfen kann. Fritz Mattis hat seit einer Leistenoperation starke Schmerzen im rechten Bein. Ein verletzter Nerv scheint ihn zu plagen. Obwohl er noch zweimal operiert wurde, leidet der Landwirt immer noch. Der 77-jährige Iris Wieler weiß nicht mehr weiter. Darum hat der Dr. Wettstein kontaktiert. Ich besuche jetzt den Herrn Mattis. Er hat starke Schmerzen nach einer Lendenhernieoperation. Ich will herausfinden, welcher Nerv betroffen ist und was man dagegen machen kann. Grüezi. Die Schmerzen haben ja angefangen schon nach der ersten Operation. Genau. Und sie sind immer gleich gewesen, oder sind sie am Anfang nur oben gewesen, oder sind sie schon vom Anfang an bis runter gegangen? Ja, nach der Operation sind sie bis runter gegangen. Schon nach der Operation? Ja. Und die zweite und die dritte Operation hat dem nichts geändert, ja, dass der Schmerz da bis runter geht? Ja, die zweite hat etwas besser gehabt, aber es ist einfach wieder rumgekommen. Jawohl. Jetzt, wenn ich sie da anlange, ist das gleich da und da oder ist ein Unterschied? Es ist ein kleiner Unterschied. Was ist der Unterschied? Das hier ist ein bisschen kälter. Jawohl. Und wenn ich jetzt etwas Kaltes nehme, da direkt aus dem Kühlschrank, ja, ist das und das gleich kalt oder ist ein Unterschied? Die haben hier kälter. Kälter. Und jetzt, wenn wir hier die Nadeln nehmen und so machen, das ist stumpf und das ist spitzig. Da und da, ist das ein Unterschied? Da hier ist ein bisschen Unterschied, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Und wenn wir da vergleichen und da vergleichen? Da ist auch mehr. Ist auch mehr auf dieser Seite. Mhm. Also, wir haben eine Sensibilitätsstörung, wo da die Schmerzen stärker empfunden wird. Da, und der Temperaturreiz weniger stark und die Berührung ist ein bisschen weniger stark. Das heisst, sie haben eine Schädigung, nicht nur von diesen kleinen Hautnerven, die hier oben, die der Doktor operiert hat, sondern von dem grossen Oberschenkelnerv, der bis hier oben die Haut innerviert. Sie haben eine teilweise Verletzung von dem grossen Nerv. Und das ist sicher nicht so, dass man den Nerv durchtrennt hat oder so etwas. Da hätten sie nämlich eine Schwäche, sondern es ist wahrscheinlich nur eine Reizung von dem Nerv. Jetzt wird man mal genau schauen, wie stark die Muskeln sind da. Können Sie mal das Bein strecken? Und jetzt festheben. Nicht lass mich biegen. Okay. Streichen Sie auf dieser Seite. Streckt halten. Streckt halten. Fest. Mann, nicht leiden. Macht das weh? Meine Suche. Meine Suche? Ja, dann ist nicht gut. Der Herr Mattis hat eine Neuralgie nach Leistenhirnoperation mit Kurzschluss, wenn er sich bewegen tut. Wir haben versuchen, mit den antiepileptischen Medikamenten die Kurzschlüsse zu unterdrücken, sodass er wieder im Bauerngewerbe um sich ein bisschen bewegen kann, was für ihn ganz wichtig ist. So hoffen wir, dass wir eine vierte Operation verhindern können.